Ja, das digitale mobile Klassenzimmer hier auf der Leipziger Buchmesse. Wie das zusammenpasst, das Digitale und das, was hier zum großen Teil mit Autorinnen, Autoren und wahnsinnig vielen Gästen passiert, das freue ich mich ganz besonders, können wir diskutieren mit Astrid Böhmisch. Sie ist die neue Direktorin der Leipziger Buchmesse, das erste Jahr, wenn ich das richtig weiß. Und herzlich willkommen erstmal, dass wir hier sein dürfen. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage anfangen. Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Was war so Ihr erstes Erlebnis, ganz persönlich, wo Sie sagen, na, da passiert schon etwas, das auch meine Branche verändern wird? Ich habe mich im Herbst 2022 bei ChatGPT registriert. Ganz, ganz früh, ich glaube erste Woche, als es hieß, jetzt geht's los. Und habe früh gemerkt, also dass generative KI wirklich alles durchdringen wird, meiner Meinung nach, weil ich im ersten Moment beeindruckend fand, wie schnell und wie wendig generative KI sein kann. Und es war ja erstmal nur, würde ich sagen, die Basisstufe. Das ist die Spitze des Eisbergs, die man so erspüren konnte und die ich so erspüren konnte. Also im persönlichen Erleben. Genau. Und dann sieht man, was sozusagen drinsteckt. Als wir letztes Jahr Gespräche geführt haben, war ja gerade auch in Los Angeles die großen Demonstrationen, der Streik der Autorinnen, der Darstellerinnen und so weiter. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist es nicht so zugespitzt. Wie erleben Sie die Branche sozusagen, die Verlage auch, aber auch die Autorinnen und Autoren? Hat sich das was ein bisschen gesetzt oder ist das nur so ein Blitzlicht aus unserer Perspektive? Ja, gut. Ich nehme sehr stark wahr, dass dieses Thema in aller Munde ist. Gerade in der Buchbranche. Denken Sie daran, dass wir die Frage, was ist eine Autorin, was ist ein Autor, was ist ein Übersetzer, vor dem Hintergrund von KI sehr schnell anders diskutieren müssen, als wir das jetzt noch machen. Wo ist die Linie? Wie sehen wir unser Selbstverständnis? Stichwort Urheberrecht. Ja? Also auf der einen Seite, was wird überhaupt eingespeist? Und was ist, wenn eine KI etwas schreibt? Wer ist denn dann eigentlich der Urheber? Ich nehme sehr stark wahr, dass das intensiv diskutiert wird in der Branche und dass sich, wie glaube ich, in der Gesamtgesellschaft zwei Lager gebildet haben. Natürlich auf der einen Seite Menschen, die sagen, ich finde das unglaublich spannend, ich sehe da tolle Möglichkeiten und Perspektive. Und die andere Seite sagt zu Recht auch, wir müssen das sehr intensiv diskutieren, wir müssen sofort auf die Grenzen hinweisen und auch auf die Gefahren. Und ich glaube gar nicht im Sinne eines, wir verschließen uns, sondern denken Sie an das Internet, als es kam. Ich glaube, im Rückblick, wenn wir damals viele Dinge besser verhandelt hätten oder durchdacht hätten, hätten wir bestimmte Dinge jetzt nicht. Stichwort Social Media, Hate Speech, Fake News. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch schwer zu machen, auch wenn Zukunft ja immer sofort, also jetzt beginnt. Man kann sie sozusagen schwer vordenken. Glauben Sie, dass Sie KI-generierte Bücher hier vor Ort schon haben, dass Autoren ausstellen, Werke, die mit der KI schon gemacht sind? Bestimmt. Also da gehe ich fest von aus. Ob wir es wissen oder nicht, bestimmt. Denken Sie daran, ich glaube, vorgestern hat Amazon tatsächlich verfügt, dass die Zahl der Bücher pro Autor darf die Zahl 3 pro Tag nicht übersteigen. Wahnsinn, oder? Und das ist, glaube ich, ein Indiz. Genau, und ich habe das auch gesehen, es gibt ganz viele KI-generierte Ausmalbücher. Das ist ein Markt geworden, der ist plötzlich explodiert. Ja. Und wahrscheinlich müssen Sie deshalb, gerade bei den Ratgebern wird das so sein, dass tatsächlich fast täglich Bücher publiziert werden, dass Sie jetzt eine Grenze setzen, da sieht man, glaube ich, was da los ist. Was müssen wir Menschen so lernen, damit umzugehen? Kann man das erkennen? Was sagen Verlage auch zum Thema Urheberrecht? Also wie können wir da jetzt schon kleine Schritte gehen, um das Thema besser zu verstehen und auch zu erkennen? Urheberrecht ist ein wichtiger Punkt. Da sind alle Verbände, die großen Verlage, die kleinen Verlage auch mit gebündelter Kraft in der Verhandlung. Denken Sie an den European AI Act. Die Amerikaner sind ja gerade dabei, auch selber was aufzusetzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also Institutionen, Politik, Verbände.
wie wir das jeweils in unserem täglichen Leben erkennen können in der Zukunft, also zum Beispiel Fake News und als Weiterentwicklung sicher synthetische News, komplett synthetische News. Da habe ich keine Antwort drauf. Das müssen wir, das zu erkennen lernen und für uns zu beurteilen. Ich glaube, da muss man sehr früh anfangen und muss geschult werden und es muss auch ein Bewusstsein dafür sein. Das müssen, glaube ich, Digital Natives für uns übernehmen. Ich bin keine. Aber ich glaube, wir alle müssen ganz rasch in diesem Bereich Empowerment, um diesen englischen Begriff zu verwenden, und Awareness entwickeln. Wo muss ich hingucken, um zu evaluieren, ist es überhaupt eine vertrauenswürdige Quelle? Wo kommt es her? In welchem Kontext bekomme ich diese News serviert? Denn das wird mit KI staccatoartig auf uns zukommen. Und das Schöne ist ja, dass wir genau das mit dem digitalen mobilen Klassenzimmer machen. Und wahrscheinlich werden wir die KI brauchen, um das zu machen, was sie eben erklärt, dann nämlich auch sozusagen wieder erkennen zu können. Das ist ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich wird sie uns dort helfen, das besser zu machen. Nun bilden wir ja hier quasi die nächste Generation der Autorinnen und Autoren aus, die ganz anders groß werden, wo eine Maschine hilft, Einstiege, Geschichten zu erzählen. Was würden Sie diesen jungen Autorinnen, die noch sehr jung sind, 10, 12 Jahre, da fangen wir ja an, so als Tipp geben, dass sie dann auch dranbleiben und Sprache auch als sowas Wichtiges schätzen? Was ganz wichtig ist, finde ich, ist ein spielerischer, entdeckerfreudiger Umgang mit diesen Dingen. Denn nur dann kann ich souverän werden. Es geht ja darum, selber eine Haltung zu entwickeln, eine angeleitete Haltung, und dann sehr rasch für mich zu entscheiden, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Und ich entwickle eine eigene Haltung. Das ist immer beim Lernen so, glaube ich. Das ist ja das Gute. Und für ganz junge Autorinnen und Autoren ist es, glaube ich, extrem wichtig zu spüren, zu sehen, zu erfahren, dieses Tool, diese Technologie kann mir ja auch helfen. Ja? Die Angst vom weißen Blatt oder die Struktur einer Geschichte einfach als Skelett mal aufzubauen, oder welche Wendung könnte diese Geschichte jetzt nehmen. Und der Vorschlag kann ja über die KI erfolgen. Wofür es den Menschen braucht, ist dann souverän zu entscheiden, ich gehe den Weg der KI mit oder ist mir egal, ich lasse das jetzt so. Also ich glaube, wir brauchen, und es fängt schon sehr jung an, deswegen finde ich Ihre Arbeit so toll, die Souveränität und das Urteilsvermögen, das, glaube ich, muss man in der ersten Klasse schon schulen. Technik ist spannend und ist toll und ich bin immer wieder begeistert, aber wir müssen damit umgehen lernen, und das heißt nicht Schulen mit Laptops ausstatten. Das heißt es nun tatsächlich gar nicht. Vielen Dank. Hier im digitalen Klassenzimmer haben wir diskutiert über die Potenziale von künstlicher Intelligenz als Autorin oder als Autor. Wir haben uns darüber unterhalten, was man jungen Menschen mit auf den Weg geben kann. Und am Ende bleibt natürlich Selbstwirksamkeit. Erwirbt man nicht durch Zuschauen, sondern durch Machen. Und deshalb macht etwas, schreibt Geschichten, nutzt die KI, macht was mit den Bildern daraus. Und vielen, vielen Dank, Astrid Böhmisch. Ist bei uns noch viel Glück mit der Messe, aber ich glaube, es läuft richtig gut. Und schön, danke, dass wir da sein Gespräch dürfen. Ja, sehr gerne. Danke. Dankeschön. Danke.